Was sind denn jetzt die Faktoren? Also es ist schon gut, wenn Arbeitgeberattraktivität rauskommt. Was haben wir für Hebel? Und wir haben es nicht frisiert. Das muss ich gleich mal sagen. Das ist selbstverständlich. Aber die Ergebnisse sind sowas von sonnenklar. Es ist wirklich ein Thema, was raussticht. Und das ist das ganze Thema New Culture. Wir haben hier Faktoren unterschieden, die oben, das sind die Treiber von Arbeitgeberattraktivität. Also Unternehmen, die attraktiv sind, stehen signifikant besser bei diesen Treibern da. Und die Balken, die links rausragen, das sind die Bremsfaktoren. In der Studie, die wir davor gemacht haben, 2014, auch zusammen eben im Kontext Job mit CEAG, da haben wir die Killer genannt. Das fand ich jetzt von der Sprache her ein bisschen zu direkt, aber das ist schon gemeint, ne? Das sind die Faktoren, die machen Arbeitgeberattraktivität kaputt. Was wir da sehen, ist das ganze Thema New Culture, das ragt oben raus. Da sind noch Themen wie Vertrauen, Unternehmen, also internes Unternehmertum, das ganze Thema produktive Energie, eine bestimmte Art der Führung, das wir nämlich empowern. Und das sind 2020 Daten. Das heißt, diese Faktoren in der schlimmsten Krise, die diese Wirtschaft eben vielleicht jemals erlebt hat, in dem, wo wir noch gelebt haben, diese Faktoren machen diesen Unterschied. Einerseits, ob wir attraktiv sind, ob die Leute auch während dieser Zeit sich identifizieren können und sagen, das sind gute Arbeitgeber, wirklich in guten und auch eben 2020 in schlechten oder anspruchsvollen Zeiten. Die Killer, diese Bremsfaktoren, die machen uns Arbeitgeberattraktivität kaputt. Das ist einerseits das ganze Thema resignative Trägheit, das ist ein Kernelement unserer organisationalen Energie, der Standortbestimmung, wie ist denn die Dynamik, wie ist das Klima. Wenn wir Frust haben als kollektive Wahrnehmung, wenn man sagt, das geht nicht nach vorne, das klappt eh nicht, ich sehe hier keine Perspektive in dieser schwierigen Zeit, dann ist das unattraktiv natürlich. Ich habe gestern in einer Panel-Diskussion bei der NZZ mit dem Verwaltungsratspräsidenten von Globetrotter eben gesessen auf dem Podium. Er sagt, wir hatten 80% Umsatzeinbruch. Das kann man sich vorstellen in der Reisebranche. Natürlich. Und er hat gesagt, ich habe die ganze Zeit meiner Mannschaft signalisiert, wir schaffen das, das wird klappen, bleibt dabei und so weiter, damit nicht diese Resignation aufkommt und die besten Leute gehen in dieser schwierigen Zeit oder auch weniger gut arbeiten. Wir haben das Thema Diskriminierung da drin. Ich habe das nicht aufgeschlüsselt jetzt gezeigt, aber wir sehen, dass insbesondere die besonders Jungen und die besonders Alten sich diskriminiert fühlen und Frauen stärker als Männer. Altersdiskriminierung können wir nicht gebrauchen und wir müssen gucken, das gilt nicht nur Ältere, sondern wir haben teilweise Unternehmen, da sind so die Silberrücken dominant, dass die Jungen sich nicht wirklich ernst genommen fühlen. Laissez-faire-Führung in dieser übervirtualisierten Zeit, Isolation, wo die Leute alleine zu Hause sich fühlen, nicht mitgenommen, Überhitzung, Beschleunigungsfalle und auch das Thema VUCA. Am eigenen Arbeitsplatz. Und Sie fragen und ihr schreibt auch in den Chat rein, ne? Also immer bitte, 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 ne? Da drin. Ich habe das jetzt nochmal nach Generationen aufgeschlüsselt und das Thema Kultur, New Culture, ich zeige das nachher nochmal, was wir da drunter zusammengefasst haben. Das ist eins, wo insbesondere Generation Y, das sind ja die Millennials, die werden in überschaubarer Zeit die Mehrheit der Arbeitnehmenden sein. Das sind nicht mehr irgendwelche crazy pubertierenden Leute, die man nicht ernst nimmt. Das wird unsere Mehrheit sein und das wird die Mehrheit auch derer sein, die wir einstellen wollen. Die sagen, hey, das Thema New Culture ist uns das Stärkste und prägt für uns massiv, ob wir einen attraktiven Arbeitgeber haben. Das Gleiche gilt für Vertrauen. Produktive Energie mit Abschwächung bei allen Generationen. Und das, was sehr, sehr stark hier tatsächlich beeinflusst, ist das Thema Altersdiskriminierung,
was interessanterweise besonders besonders Älteren, die Babyboomer angeht und auch die Generation Z bei Generation Y nicht signifikant ist. Korrosive Energie und das Thema Resignation habe ich hier mal aufgeschlüsselt. Sieht man teilweise große Unterschiede zwischen den Generationen, aber fast alle Punkte sind signifikant und prägen alle Generationen. Ich habe jetzt das New Culture Thema mal aufgeschlüsselt und das insbesondere nochmal kontrastiert, zeige ich gleich, mit dem Thema New Work. Und da muss man eines zu wissen, wir gucken uns schon seit gut 5 Jahren das Thema New Work und Culture an. Also die Entwicklung hin zu modernen Arbeitsformen und in Verbindung mit der Kultur, die ich brauche dafür, dass es überhaupt gut klappt. Und die Kultur ist das, was rausragt. Ich zeige auch gleich New Work, aber die Kultur ist das, was rausragt. Und da fassen wir 6 Faktoren zusammen und alle sind signifikant. Am stärksten das Thema wird das Top-Management wahrgenommen als Vorbild für moderne Führung. Habe ich dort jemanden in der Zeit, in dieser übervirtualisierten Zeit, den ich sehe, wo ich sage, hey, die leben das vor, das ist eine zukunftsorientierte, moderne Art der Führung, Vertrauenskultur, dann mit Vision, das kann man auch mit dem Konzept transformationale Führung übersetzen. Also haben wir Führungskräfte in dem ganzen Unternehmen, die die Menschen inspirieren und die ein Zukunftsbild aufzeigen. Haben wir flexible Strukturen, dass wir dezentralisiert arbeiten, dass wir empowernd arbeiten, dass wir reagieren können auf Veränderungen. Nutzen wir agile Methoden und haben wir überhaupt die Kompetenz, auch in einer modernen, agilen, flexiblen Form zu arbeiten. Alles stark, das ist aufgeschlüsselt jetzt das Thema New Culture. Und dann haben wir gefragt, sag mal, wir wissen jetzt, die Wirkung ist stark. Ich habe das jetzt mal so aufgeschlüsselt mit so einer Heatmap. Je größer der Punkt ist, desto stärker die Wirkung. Rechts positiv. Links in Dunkelgrau auch abgebildet, negative Wirkung. Und dann ist ja die Frage, okay, wenn das so eine starke Wirkung hat, wird der Hebel denn genutzt? Und das ist links dort bei der Y-Achse, bei der Ausprägung abgetragen. Und die Themen, die eine ganz starke Wirkung haben, aber nicht stark ausgeprägt sind bei den hellgrauen, die müssen wir anpacken. Und hier ist jetzt noch ein Doppelpunkt sozusagen, ein Doppelausrufungszeichen. Da haben wir nicht nur diese immens starke Wirkung von New Culture, sondern gleichzeitig, was die Ausprägung angeht, ist das auch niedrig. Also das heißt, es ist zu wenig vorhanden, das Thema. Also deswegen ganz besonderer Handlungsbedarf dort. Ja. Dann seht ihr auch noch das Thema internes Unternehmertum, Vertrauen und mit ein bisschen Abstufungsthema New Work unten rechts in dem Roten. Oben links auch rot sind die Sachen, die starke negative Wirkung haben. Und da wollen wir natürlich eine geringe Ausprägung haben. Die müssen wir anpacken, weil das die Störfaktoren sind, das sind unsere Bremsfaktoren und da sieht man besonders das Thema korrosive Energie, Altersdiskriminierung. Man sieht es da drin in dieser Heatmap. Jetzt zeige ich noch ein bisschen etwas zu dem Thema New Work. Weil New Cultures ist eher diese Kultur, Leadership, Vertrauensseite und die Kompetenzen der Mannschaft, was ich gerade geschrieben habe, gezeigt habe. Das zeigen wir immer, immer als Zwilling von dem Thema New Work. Und da bei dem Thema New Work geht es um die technisch-strukturellen Veränderungen, wo wir jetzt diesen Riesenschub Richtung Homeoffice gemacht haben. Ne? Oder digitalisierte Kommunikation, so wie wir jetzt arbeiten und so. Und interessanterweise ist das nicht durchweg nur positiv. Da haben wir ganz oben dieses individualisierte Vereinbarung, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wird auf meine Bedürfnisse eingegangen und dann schon mit Abstufung flexible Arbeitszeiten, mobile Endgeräte, freie Arbeitsplatzwahl und ein bisschen noch, dass ich digitale Plattformen nutze, als ist vielleicht eher ein Hygienefaktor, ist fast null.
keine signifikante Wirkung hat Desk Sharing, weder positiv noch negativ. Und weniger gut sieht man hier, wenn ständig die Teamzusammensetzung wechselt oder auch virtuell zusammengearbeitet wird im Team, sehr stark. Es sind nicht stark diese Ausprägungen. Aber all die Wirkungen sind im Verhältnis zu den Wirkungen von der New Culture geringer. Ich würde sie auf keinen Fall ignorieren, aber sie sind geringer. Deswegen sieht man hier eine andere Heatmap da drin. Und wir haben hier auch einige Punkte, wo man sagt, hey, sollte man anpacken, freie Arbeitsplatzwahl, Nutzung mobiler Endgeräte und insbesondere dieses individualisierte Arbeitsvereinbarungen da drin, das würde man stärken, aber es ist nicht ganz recht, es ist nicht der stärkste Hebel, den wir haben. Man kann es aber im Moment gar nicht ignorieren. Und bei den anderen im Gelben, die sind relativ neutral, kann man nicht, sollte man nicht ignorieren, aber da hat man nicht die Riesenhebelwirkung. Das sind eher Hygienefaktoren da drin. Und wo man aufpassen muss, ist Übervirtualisierung und zu viel Wechsel, weil gar kein Teamzusammenhalt zustande kommt.